Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks. Heute mit einem Replay vom Die X Terminator. Also dreimal Terminator. Danke fürs Einsinnen. Es ist ein T110E5 Replay. Und weswegen das? Weil es vom Damage her episch war. aber da will ich euch jetzt gar nicht spoilern. So, Themen habe ich gar nicht so viel vorbereitet. Ich habe jetzt einen Frosch oder den Foch 155, wie es richtig heißt, erforscht. Und ich nenne ihn irgendwie ganz gerne Frosch. Ich weiß gar nicht warum, aber Foch, Frosch. So irgendwie so Ähnlichkeiten, das Wort, könnte man denken. Ja, auf jeden Fall bin ich dann gestern damit gleich 30 Runden gefahren und. Alter Schwede, ich glaube für den 30. Sieg gerade insgesamt von 80%. Episch, also ich habe damit echt keinen Fehlgriff gemacht. Das Teil macht so einen irre Spaß. Das ist irre. Ich habe das gestern auch nur eigentlich das Teil gefahren. Ich eigentlich könnte streichen. Ich habe das Teil nur gefahren. Und ja, da haben schon einige, ja, fährst du auch 5er mal. Ich glaube, das ist ja immer... kommen ja auch manchmal neue Zuschauer, so soll es ja geben, und ich glaube, da war noch der ein oder andere war da dabei. Und ja, ich fahre natürlich auch andere Panzer, das habe ich auch dort gesagt. Und ja, heute ist einer der Tage, ich weiß nicht, ob ich es heute pünktlich schaffe, ich hoffe es. Ist gerade bei mir etwas voll, weil ich wieder mega spät aufgewacht bin. Ja, ich habe mir vergessen, einen Wecker zu stellen. Und ja, also, normalerweise fahre ich alle Tiers und heute auf jeden Fall, weil es mal 3 Event ist. Da brauche ich auf jeden Fall starke Unterstützung von euch durch Platoons, damit ich da nicht wieder komplett alles verliere. Und ich bin gespannt, wie viele Dailies wir schaffen können. Also ich will heute echt mal so spielen, dass ich möglichst keinen Panzer doppelt und dreifach spiele. Also das heißt, so viele Dailies schaffen, wie geht. Wie geht. Und, ja. Bei 55 Panzern, ich denke mal so 25 könnte man schaffen, also 25, ich habe ja gestern bis 1 Uhr oder so echt gestreamt, also 5,5 Stunden oder 6 Stunden sogar fast, war extrem lange und ja, hat auch irre Spaß gemacht, ich meine, das war einfach mega lustig. Ich erinnere mich gerade an die Runde, wo der Marv so etwas ausgetickt ist, mit Recht natürlich. Ich verlinke euch das Video mal, es ist auf Twitch als Highlight, habe ich schon rausgeschnitten, ja, als Highlight. Und, so als Vorwarnung, das, was er da sagt, meinte natürlich nicht ernst. Es ist ähnlich wie bei mir, wenn er einmal in Rage ist, dann geht es dann los. Nur, dass es bei ihm nicht ganz so schlimm ist, dachte ich, bis gestern. Nein. War auf jeden Fall lustige Runden. Sehr lustige, und ja, schaut euch das mal an, falls ihr wollt. Ist... ganz lustig, die Runde. Ja, und deswegen, gestern haben wir halt, ich weiß nicht, letztendlich 32 Gefechte gespielt und 78% Sieg gerade. Ich weiß nicht genau, wie viele Siege das waren, 28 oder so. Oder ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Das heißt, es werden heute, wenn wir so heute so viel spielen und wenn es so gut läuft, müsste man natürlich gucken, wären das dann halt schon 28 Doppels oder Dreifachs. Und ja, da könnte man dann schon bei 28, wenn man mal so pro Runde so 200 rechnet, 200 Free XP, dann kommt da schon einiges bei rum. Und das ist ja der Plan bei dem Ganzen, dass ich da möglichst viel Free XP sammeln kann, damit ich das halt für nächste Panzer wie die ISO verwenden kann. Damit ich da dann eventuell vielleicht direkt die größere Wumme erforschen kann oder so. Mal gucken. Und ja. Bin da auf jeden Fall gespannt drauf, wie es heute läuft, weil das ist, in den letzten 2 Tagen lief es einfach nur, ich kann es mir besser vorstellen, es war einfach irre. Und ich warte eigentlich nur so auf die Strafe für die Tage, wo es dann einfach auf einmal nur noch scheiße geht. Ja, da warte ich drauf, ich hoffe es passiert heute und morgen nicht, weil bei mal 3 Event würde ich doch gerne alles gewinnen, damit wir da halt ordentlich viel Free XP sammeln können. So, ja. Das soweit zum Stream. Dann, was ist heute eigentlich? Heute ist Samstag. Heute, was ist heute eigentlich? Steht eigentlich am Plan. Ja, okay, kann ich jetzt nicht gucken. Jetzt hat er ein Standbild.
weiß gar nicht. BWP, War Thunder, ich glaube Company of Heroes eigentlich, ne? Oder ohne Konflikt. Auf jeden Fall muss ich gucken, ob ich das hinbekomme. Ich werde jetzt bald wieder. Ich glaube, morgen werde ich mal wieder alles so ein bisschen in Paketen aufnehmen. Dann kommt das alles so wieder ganz pünktlich. Gestern WWP kam ja schon. Kann ich übrigens auch nur empfehlen. War Thunder kommt dann auch bald wieder. Und dann läuft das Ganze bald wieder seinen normalen Lauf. In den Infos kann ich euch schon mal etwas spoilern. Gibt es die ersten Infos. In den Infos gibt es die ersten Infos. Wer hätte das gedacht? Ja, da gibt es die ersten Infos zu dem zu den restlichen Specials von meinem ja, vom 5000er, von der 5000er Marke. Und wann die kommen, die Infos, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass sie kommen. Und ich werde sie wahrscheinlich noch vor dem Spiel machen. Da werde ich also die Nebenprojekte etwas vernachlässigen und dafür halt das Infovideo vorher raus, weil mir das gerade ein bisschen wichtiger ist. Und ja, damit ihr alle wisst, wann das 12-Stunden-Stream ist und wann das Special-Video ist, worauf, glaube ich, einige von euch warten, was ich gar nicht so verstehe. Also von denen, wie ich, ja, um mal ein bisschen Eindruck zu kriegen, wer überhaupt hier hinter dem Mikro sitzt. Joa, wie gesagt, naja, es ist Geschmackssache. Ich bräuchte das jetzt nicht, aber also ich habe jetzt nichts dagegen, dass ich es mache. Bin also nicht abgeneigt von. Aber ich bin auch nicht so ein Typ, der dann unbedingt wissen muss, wie jemand hinter sowas aussieht. Werde ich natürlich davor einen Spoiler einrichten, sprich die Leute, die es eventuell nicht wissen wollen, die ganzen Sachen kann ich vollkommen verstehen. Die könnten das dann einfach abschalten oder, keine Ahnung, müssen das Video angucken und nur das runter. Den Sound deaktivieren und das Video gucken, aber ich glaube, das ist relativ lame. Ja, da werden im Hintergrund Replays sein, aber das geht jetzt schon in das Infovideo rein. Das ist jetzt blöd. Ups, da hat er aber ordentlich einen reingekriegt. Ja, okay, da hatte ich jetzt auch gedacht, dass der T55 eventuell den Focht irgendwie ein bisschen abhält. Leider nicht der Fall. Ja, hier hat er schon 7300 Schaden, das ist schon einiges. Also ich hatte gestern auch. Wow! Ich hatte gestern auch die ein oder andere geile Runde mit dem Foch. Und mein maximalster Damage war, glaube ich, jemals auf dem Testi. Mit 8,5. Mit dem Foch. Also mit dem Frosch. Also mit dem 155er. Ich überlege mal, ich glaube, ich nenne den 9er Foch Foch und den 10er Frosch. Ich glaube, das macht es ganz neu etwas einfacher. Ja, auf jeden Fall habe ich mit dem Frosch mal auf dem Test die 8,5 gemacht. Ich habe gestern auch eine Runde mit 8000 gehabt. Aber so sonst noch mich viel mehr. Nee, noch nie. Und ja, mir macht der Panzer extrem viel Spaß. Also ich bin echt glücklich. Ich habe da zwar echt manchmal die Runden da, wo echt der Wurm drin ist, wo man einfach nichts an Damage bekommt oder so. Aber dann gibt es wieder diese tollen Runden. Das ist einfach nur geilo. Ja, da bin ich auch gespannt auf das Objekt 268, was jetzt mit der Zeit irgendwann mal kommen wird. Da das ja auch ein sehr starker TD ist, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach. Und, ja. So, hier hat er extrem viel Glück, muss ich sagen. Erstens, dass der Foch keine Rap-Kit mehr dabei hat. Und zweitens, dass er hier schon wieder getrackt ist und nicht durchgekommen ist. Ja, und hier hat er mal eben seine, meine, ja, mein höchstes an, mein Damage-Rekord war eben so geknackt mit 8700 gerade mal. Ja, also gerade, was ist gerade mal in dem Moment hier. Und ja, gucken, was noch kommt. Ansonsten, ja, gibt's nichts Neues. Bin gespannt, was 8.9 so. Ja, okay, was es mit sich bringt, weiß ich schon. Und ich bin gespannt, wie sich die Panzer so auf das Spiel Verhalten auswirken. Ich glaube, das wird sich schon ordentlich ändern. Dadurch, dass die Panzer halt. Ja, du hast halt im 10er. Oh, ich rede jetzt hauptsächlich im 10er Bereich. Da man halt noch einen Autoloader hat, der einfach extrem viel Schaden macht. Und ich denke, es kann einerseits echt blöd werden, eventuell, dadurch, dass viel mehr gecampt wird, weil keiner Bock hat, da rauszufahren. Andererseits kann es auch sein, dass die einfach so mega gefokust werden und dadurch so mega rausgenommen werden, dass die halt spielerisch gar nicht mehr so nett sind. Ich werde sie wahrscheinlich erforschen. Ich werde auf jeden Fall anfangen.
Obwohl ich mir da irgendwie noch nicht ganz so sicher bin. Ich hatte mega Bock drauf, aber inzwischen war da irgendwie auch nicht mehr ganz so herbe Bock drauf. Ich weiß nicht, wodurch das kommt. Auf jeden Fall bin ich da gerade etwas, ja, was nicht abgeneigt, sondern irgendwie so am Überlegen, machst du das? Ist auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie mache, ist höher als bei anderen Updates. Ja, weil mir die schon ziemlich gefallen haben. Gerade der 9er, den fand ich einfach nur episch. Episch. Und, ja. Das soweit zu dem Update. Vom 10er, joa. Mal gucken. Ich glaube, beim 10er bin ich doch echt irgendwie ein bisschen schärfer auf das Objekt 268. Weil ich da, ja, irgendwie doch echt scharf bin drauf. Auf die Geschwindigkeit, auf die Wumme. Und sehe gerade Dodge the Bullet. Oh, und er bounced. Oder kommt halt nicht durch. What? Ich hätte nie so viel Luck. Wahrscheinlich habe ich immer so genau so viel Luck, aber naja. Sogar ein Deutscher, oder? Geht das richtig? Ja. Das sind natürlich jetzt ist natürlich, sind die Häuser jetzt ziemlich im Weg. Natürlich problematisch mit der Arti, die ihm jetzt den Kill noch klaut, aber sie schafft es nicht. Yes. Ja, und damit werden die 10.000 Damage geknackt. 10.000. 10.114 Damage. Respekt. Also, da habe ich jetzt noch nie hinbekommen, die Zahlen, aber ich habe es auch, glaube ich, noch nie geschafft, 33 Mal zu schießen oder zu treffen mit dem E5. Und was ich bei der Arti sagen wollte, ich habe gerade gesehen, die ist ein PTS2. Also hat Pirates wohl auch einen zweiten Clan jetzt. Wusste ich nicht. Naja, soweit so gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Heute mal etwas kürzer, morgen wieder in voller Länge. Ansonsten würde ich sagen, jo, lasst einen Daumen da und tüdelö.